Wenn ich einen Fragebogen selbst erstelle, dann formuliere ich in der Regel auch die Items selbst. Und da gibt es einige Dinge zu beachten und einige Entscheidungen zu treffen. Das gilt insbesondere für Items, die auf einer mehrstufigen sogenannten Rating-Skala beantwortet werden. Beispielsweise geht es damit los, dass ich entscheiden muss, ob ich die Items als Frage formuliere oder als Aussage formuliere. Ich kann zum Beispiel die Frage stellen, können Sie das Produkt leicht bedienen? Und dann kann man das beantworten mit Ja oder mit Nein oder eben mehrstufig Ja völlig bis Nein gar nicht. Oder man kann fragen, wie leicht können Sie das Produkt bedienen? Also die Form ist einfach die einer Frage und man beantwortet diese Frage dann eben mehr oder weniger abgestuft. Üblich und verbreitet sind allerdings die Itemformulierungen, bei denen das Item selbst eine Aussage darstellt, also mit einem Satzpunkt endet und die befragte Person gebeten wird anzugeben, wie stark, wie sehr sie dieser Aussage zustimmen. Also in unserem Fall, ich kann das Produkt leicht bedienen und dann hat man eine Antwortskala, auf der man dann angeben kann, zum Beispiel von stimmt nicht bis stimmt sehr oder stimme gar nicht zu bis stimme völlig zu oder trifft gar nicht zu bis trifft völlig zu. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Die nächste Entscheidung ist die, ob ich ein Item, ein einzelnes Item als positive oder als negative Aussage formuliere. Damit ist jetzt erstmal nicht gemeint, dass da ein Wort wie nicht oder kein drin vorkommt, sondern es geht darum, ob die Aussage eine positive oder eine negative Aussage ist im Sinne einer Bewertung. Sie können beispielsweise fragen, ich kann das oder als Item formulieren, ich kann das Produkt leicht bedienen, können aber natürlich genauso gut sagen, ich kann das Produkt schwer bedienen oder die Bedienung des Produkts fällt mir schwer. Das erfragt im Grunde genommen den gleichen Aspekt. Nur in einem Fall ist es so, dass eine starke Zustimmung zu dieser Aussage eine gute Bewertung bedeutet und dass im anderen Fall eine starke Zustimmung zu diesem Item eine schlechte Bewertung darstellt. Und man muss sich entscheiden, insbesondere, ob man den Fragebogen so aufbaut, dass alle Items in dieselbe Richtung zeigen, wenn man so will, oder ob man das mischt. Wenn alle Aussagen zum Beispiel positiv formuliert sind, wo also in allen Fällen eine starke Zustimmung zu der Aussage auch eine gute Bewertung bedeutet, dann hat das den Vorteil für die befragte Person, dass die nicht immer zwischendurch umdenken muss. Wenn ich jetzt also grundsätzlich zufrieden bin, dann ja, und die Items sind gleich gepolt, dann weiß ich also, ich kann immer im rechten Bereich bei 4 oder 5 jetzt zum Beispiel bei einer 5-stufigen Rating-Skala mein Kreuzchen machen, um ja, meine Zufriedenheit mit diesem Produkt zum Ausdruck zu bringen und muss nicht aufpassen, dass zwischendurch ja, ich mein Kreuz auf der anderen Seite machen muss, um eigentlich eine genauso positive Wertung vorzunehmen. Gerade dieses Umdenken müssen kann aber auch ein Vorteil sein, dann nämlich, wenn ja, das besonders wichtig ist, dass die Befragten sich mit der Frage, mit dem Item auch jeweils auseinandersetzen inhaltlich und gut aufpassen und man gleichzeitig eben von den Befragten das auch erwarten kann. Wenn man also wechselt zwischen positiv wertenden und negativ wertenden Aussagen, dann kann man zum Beispiel bei der Auswertung auch später leichter feststellen, welche Befragten dann sehr gründlich sich auch Gedanken gemacht haben und auch mal die Polarität gewechselt haben. Und man kann sehen, wer vielleicht nicht besonders bei der Sache war, nicht aufmerksam war, nicht aufgepasst hat oder das vielleicht einfach nur so pro forma irgendwie angekreuzt hat, ohne überhaupt nachzudenken und sein Kreuz beispielsweise immer bei 5 gemacht hat oder bei 4 in der Annahme, dass das immer eine gute Bewertung bedeutet. Eine weitere Entscheidung bei der eigentlichen Itemformulierung ist die, ob ein Item eine vollständige Aussage darstellen soll oder ob die Rating-Skala einen angefangenen Satz beendet. Geben wir mal ein konkretes Beispiel, dann ist es leichter zu verstehen. Sie können einerseits die Frage stellen, ich kann das Produkt leicht bedienen und die Zustimmung abfragen mit einer Skala von stimmt nicht bis stimmt sehr. Sie können aber auch das Item formulieren folgendermaßen, ich kann das Produkt, Punkt, 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 und dann geht die Rating-Skala von leicht bedienen bis schwer bedienen. Das heißt, in dem Fall, wo der eigentliche Item-Stamm einen Satzanfang nur darstellt, sind die Rating-Skalen auch immer unterschiedlich. Sie haben vielleicht so
so sollte es wahrscheinlich immer sein, die gleiche Anzahl von Skalenpunkten, von Antwortmöglichkeiten, aber die Benennung, insbesondere der Skalenenden, unterscheidet sich dann potenziell von Item zu Item. Neben diesen Entscheidungen, die man treffen muss, gibt es auch einige Dinge, die man einfach beachten muss, wo man aufpassen muss, dass man nicht in eine Falle tappt. Eine ganz grundlegende Sache, die man beachten muss, ist, dass man bei solchen mehrstufigen Rating-Skalen die Items auch so formulieren muss, dass man sie abgestuft bewerten kann und dass sie jetzt insbesondere nicht so formuliert sind, dass man im Grunde genommen nur mit Ja oder Nein antworten kann. Beispielsweise kann man fragen, ich kann das Produkt leicht bedienen und ja, dann kann man natürlich dem mehr oder weniger zustimmen. Man kann aber auch zum Beispiel fragen, das Produkt verfügt über eine Undo-Funktion zur Zurücknahme von Eingabeschritten oder das Produkt verfügt über eine Hilfefunktion. Solche Dinge sind Beispiele für Fragen, die man im Grunde genommen nur mit Ja oder Nein, also zweifach abgestuft beantworten kann. Mit anderen Worten, die Itemformulierung muss zur Antwortskala passen. Man kann natürlich auch Ja-Nein-Fragen stellen, aber dann sollten die Antwortmöglichkeiten auch entsprechend nur Ja oder Nein sein. Eine weitere wichtige Sache, die zu beachten ist bei Items, ist, dass jedes Item nur eine Aussage enthalten sollte. Also jedes Mal dann, wenn Sie in dem Item Text ein Und haben, ist das zumindest ein Indiz dafür, dass da möglicherweise zwei Aspekte abgefragt werden, zwei Bewertungskriterien, zwei Eigenschaften, die es dann streng genommen in zwei Items auch abzufragen gilt oder man verallgemeinert das Item. Auf jeden Fall sollte jedes Item nur eine Aussage enthalten, damit eben auch klar ist für die befragte Person, worauf sich ihre Wertung oder worauf sich das Ausmaß ihrer Zustimmung denn eben auch genau bezieht. Eine andere grundsätzliche Anforderung an die Formulierung eines Items ist die, dass jedes Item leicht verständlich formuliert werden sollte und in der Sprache der befragten Person. Das heißt, möglicherweise haben Sie eine spezielle Zielgruppe, dann sollte die Frage von der Formulierung, vom Vokabular insbesondere angepasst sein, sodass die Befragten dann auch wirklich verstehen, worum es in diesem Item geht. Der Satzbau sollte auch möglichst einfach sein, also jegliche Art von Verschränkung oder Verschachtelung oder Nebensatz oder gegebenenfalls sogar zweifach gegliederte Nebensätze, das sollten Sie vermeiden und das Item wirklich so einfach formulieren, wie es möglich ist, um eben dann gleichzeitig noch so eindeutig zu sein, wie es eben auch erforderlich ist. Was man bei der Formulierung von Items auch vermeiden sollte, sind suggestive Formulierungen. Also solche Formulierungen, die die befragte Person in eine bestimmte Richtung der Antwortskala drängen oder zumindest sanft schubsen, will ich mal sagen. Das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, in Anführungszeichen, dass man das Item so formuliert, dass man dem praktisch gar nicht zustimmen kann. Also sowas wie, ich kann ohne das Produkt nicht leben. Das ist sehr unwahrscheinlich und das suggeriert möglicherweise, dass man ja, vielleicht eher in die andere Richtung als in die zustimmende Richtung gehen sollte bei seiner Antwort. Oder ein Item von der Formulierung, wie zufrieden sind Sie mit diesem Produkt? Das klingt erstmal harmlos, impliziert aber, dass man im Grunde genommen gar nicht unzufrieden sein kann, sondern dass man im Grunde genommen jetzt nur beantworten muss, wie zufrieden man ist. Ne? Also dass man zufrieden ist, das setzt diese Formulierung eigentlich voraus. Es geht dann nur noch um die Frage, nur ein bisschen zufrieden oder sehr zufrieden, aber dass man völlig unzufrieden sein kann, wird durch diese Formulierung streng genommen ausgeschlossen und kann, auch wenn man sich jetzt das nicht so bewusst macht bei der Beantwortung, trotzdem unbewusst eben dazu führen, dass man eher in Richtung einer positiven Bewertung tendiert. Eine weitere wichtige Grundregel ist die, dass ein Item, gerade wenn man es mehrfach abgestuft beantworten soll, keine Aussagen über Intensitäten oder Häufigkeiten enthalten sollten. Also Sie können problemlos fragen, ich kann das Produkt leicht bedienen, stimmt gar nicht, bis stimmt völlig. Sie sollten aber nicht fragen, ich kann das Produkt sehr leicht bedienen.
Denn dann ist es schwierig einzuschätzen, was bedeutet jetzt stimmt nicht, stimmt ziemlich, stimmt mittelmäßig, stimmt völlig oder wie auch immer da die verbale Verankerung der einzelnen Antwortmöglichkeiten ist. Das heißt, die Grundidee ist immer die, dass das eigentliche Item bei solchen Fragebögen für sich steht und sozusagen rein ist und ohne solche Dinge wie viel, wenig, sehr, ziemlich auskommt und dass eben gerade diese Abstufung, diese Einschätzung von Intensitäten, Häufigkeiten, Ausmaß von Zustimmung und so weiter über die mehrstufige Rating-Skala dann vorgenommen wird. Items sollten auch keine Verneinungen enthalten. Das heißt natürlich nicht, dass man mit einem Item nicht auch negative Aspekte oder Schwächen adressieren darf. Sie können zum Beispiel fragen, die Bedienung des Produkts fällt mir schwer. Sie sollten aber nicht fragen, die Bedienung des Produkts fällt mir nicht leicht. Denn dieses Nicht ist einfach, macht die ganze Sache von der Formulierung her unnötig kompliziert. Das ist auch eine Sache der formalen Logik, die dem Menschen einfach grundsätzlich eher schwerfällt. Und das dann mit einer womöglich dann auch noch bipolaren Antwortskala von Ablehnung bis Zustimmung zu beantworten, das ist schwierig, anstrengend und kann eben dann auch zu fehlerhaften Antworten führen. Was man bei der Formulierung von Items auch berücksichtigen sollte, ist, dass ein Item keine Vorannahmen implizieren sollte, die vielleicht gar nicht bei allen Befragten gegeben sind. Beispielsweise: In Fehlersituationen bietet mir das Produkt hilfreiche Rückmeldungen. Das ist ein Item, das kann man nur beantworten, wenn einem auch wirklich eine Fehlersituation unterlaufen ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich schlechterdings enthalten. Das heißt dann auch gleichzeitig, dass man zumindest bei einer solchen Frage auch eine Enthaltungsmöglichkeit vorsehen sollte. Es gibt aber auch andere Annahmen, die man machen kann, die vielleicht nicht unbedingt gegeben sind, wie zum Beispiel, aufgrund meiner Unerfahrenheit fällt es mir schwer oder irgendwie sowas. Also jegliche Art von Vorannahme, von der man eigentlich nicht annehmen kann, dass sie für alle gegeben ist, sollte vermieden werden. Und umgekehrt, man sollte bei der Gesamtschau auf die Items darauf achten, ob das auch wirklich Items sind, die unter allen Umständen von allen Befragten beantwortet werden können, zu denen sich also alle Benutzerinnen und Benutzer auch wirklich positionieren können. Gut ist es, wenn die Formulierung des Items den Interaktionsaspekt betont und nicht so tut, als wäre Usability oder ein bestimmter Usability-Aspekt eine Produkteigenschaft, die nun mal so oder so ist und wo man im Prinzip auch sich darüber einig sein müsste als Benutzerin oder Benutzer, sondern in der Regel ist es ja gerade so, dass man die individuelle subjektive Bewertung von Benutzern haben möchte. Man kann natürlich auch objektive Dinge erfragen mit einem Fragebogen, aber meistens geht es gerade bei solchen quantitativen Rating-Fragebögen um eine subjektive Bewertung jeder einzelnen Person. Allein deshalb sollte man zum Beispiel das Item "Ich kann das Produkt leicht bedienen" nicht so formulieren, dass man sagt, das Produkt ist leicht zu bedienen oder gar das Produkt ist leicht bedienbar. Denn das würde ja suggerieren, ich muss jetzt, sagen wir mal, die objektive Eigenschaft, die an diesem Produkt klebt und hängt, irgendwie bewerten, anstatt dass man, so wie man es ja eigentlich möchte, den subjektiven Eindruck wiedergibt, der eben nicht richtig oder falsch ist, sondern der eben dann auch von allen Befragten leicht abgegeben werden kann. Und außerdem ist es natürlich tatsächlich so, dass Usability keine Produkteigenschaft ist, die nun mal so oder so ist, sondern dass sich Usability tatsächlich erst in der Interaktion eines bestimmten Benutzers mit einem bestimmten Produkt in einem bestimmten Kontext entfaltet. Und diese Grundidee und diese Grundhaltung sollte sich dann natürlich idealerweise auch in der Formulierung der Items wiederfinden.